Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich stehe hier in Wallenhast neben dem Portal, um den Kampf gegen Bell zu beginnen. Warum macht man das? Um eine bestimmte Währung zu generieren und vielleicht auch Restaurationsmaterialien für ein neues Artefakt, das ich auch in meiner Leiste da unten habe, den erweckten Kasten des Schmieds. Dafür haben wir auch mal einen Restaurationsguide gemacht, was man da alles braucht und wo man das alles findet und so. Und der ist aber so ähnlich wie die Schuppenkette aus Schuld. Auch das Artefakt hat so mehrere Stats zur Wahl. Und auch da haben wir mal einen Restaurationsguide gemacht. Was braucht man da alles dafür? Bei beiden muss man bestimmte Gegner töten oder bestimmte Kisten öffnen, ob es im Dungeon ist oder ob es einfach nur ein Fertigkeitsknoten ist. Also so auf den ersten Blick schon mal ähnlich. Allerdings sind die Wege zur Restauration halt ein bisschen unterschiedlich. Und da ist die Frage, ob dieser Kasten des Schmieds eigentlich lohnt, den Aufwand. Weil man muss dazu den Kampf gegen Bell unzählige Male machen, um eine Währung zu generieren, die man beim Abschluss, wenn man Bell besiegt hat, bekommt. Und eventuell auch eine Stange, die zur Restauration benötigt ist, die droppt er auch. Aber wichtig ist auch diese Währung, weil man die benötigt, um eine weitere Stange im Shop kaufen zu können. Oder besser eine Kiste kaufen zu können, wo eventuell so ein Restaurierungsgegenstand drin ist. Gucken wir uns das mal im direkten Vergleich an. Der erweckte Kasten des Schmieds hat augenscheinlich auf jeden Fall einen großen Vorteil. Er erhöht auf jeden Fall die Kraft um 2800 Punkte. Das ist schon mal ganz nice. Das sind jetzt nicht 6000 Punkte oder 12000 Punkte oder so, aber immerhin echt ordentlich. Das hat die machterfüllte Schuppenkette nicht. Bei der hat man immer nur die Chance, eine der folgenden Wirkungen zu erhalten. Da kann auch die Kraft dabei sein, dann auch nur um 2100. Aber es kann auch eben sein, dass man nur eine Verteidigungserhöhung von 420 bekommt. Ja, also der Kasten des Schmieds hat schon mal einmal fix Kraft und dann noch eine weitere Wirkung, also zwei Wirkungen statt einer bei der Schuppenkette. Kette, aber bei den Wirkungen, die es da so gibt, okay, wir haben bei beiden eine kritische Trefferschadenserhöhung um 6%, das ist bei beiden gleich. Und dann ist es eher so ein bisschen so, dass die Schuppenkette mit Wahrnehmung, Verteidigung, Crit-Vermeidung, Robustheit und Ausdauerregeneration so ein bisschen eher auf der Defensivseite ist, also eher so Verteidigungsstats pusht, während der erweckte Kasten des Schmieds eher auf der Offensiv, also der Angriffs-, der DD-Seite ist, mit Zielgenauigkeit, Kampfvorteil, kritischen Trefferwert, Wiederaufladtempo, Aktionspunktegewinnung. Da kann man einfach mehr austeilen, während man bei der machterfüllten Schuppenkette mehr einstecken kann. Dafür muss man den Kampf gegen Bell streiten können. Das heißt auch immer gewinnen. Denn am Ende des Kampfes bekommt man eine Währung und je nachdem, mit wie vielen Leuten man das macht, ist das immer ein bisschen mehr Währung. Aber mit mehr Leuten wird der Kampf auch schwieriger. Also ich persönlich finde immer zwei oder drei sind gut. Ein Fünferteam kann am Ende des Kampfes echt haarig werden, wenn die Leute nicht genau wissen, was zu tun ist. Deswegen muss man mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal den Kampf gegen Bell bestreiten, um sich eine Kiste in dem Shop in Wallenhast kaufen zu können. Und diese Kiste benötigt man, um das letzte Restaurationsstückchen zu bekommen. Aber auch das ist leider nur ein Zufallsdrop in der Kiste. Es ist wie eine Schatzlade zu sehen. Das kann halt drin sein, muss aber nicht. Sie haben an der Wahrscheinlichkeit ein bisschen gedreht, dass die Sachen da drin sind. Aber auch das, wer wie ich nicht zu den Lootlackern gehört, da ist die Wahrscheinlichkeit immer gegen ihn. Und das bedeutet, man macht es halt unzählige Male. Und das bedeutet halt auch unzählige Male diesen Kampf gegen Bell. Ja, je nachdem, mit wie vielen Leuten man es macht und auch wie stark die DDs sind, muss man hier ja auch diese Kanonenkugeln schleppen und es kann dann eine Phase schleppen sein, es können aber auch 2, 3, 4, 5 sein, je nachdem, wie schnell man ihn da runterknüppelt und es zieht sich wie Kaugummi am Schuh und so richtig spannend ist es auch nicht, wenn man das 15., 20. Mal irgendwie macht. Und damit ist es ja noch nicht mal getan, also erstmal kann er hier schon ein Restaurationsstückchen fallen lassen, eine Stange zur Restaurierung des Kasten des Schmieds. Auch das kann allein schon dauern, aber gut, wir wollen ja eigentlich auch die Währung haben
um in dem Shop uns das letzte Stückchen kaufen zu können. Aber das ist halt echt nervig und irgendwie immer wieder dasselbe. Und dann ist der Kampf manchmal auch so ein bisschen verbuggt dabei. Naja gut, nach den Kämpfen, wenn man genug Währung gesammelt hat, kann man zurück nach Valenhas zu der Händlerin Alyssa Mistani, um sich dort die Schatzkiste kaufen zu können. Kostet 5000 Astral jedes Mal und 15 von der Währung. Das sind schon ein paar Kämpfe gegen Bell. Und dann muss es noch nicht mal drin sein. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Also macht man das wieder und wieder und geht jedes Mal hin, gibt 5000 Astral aus und 15 von der Währung. Und irgendwann ist vielleicht mal dann das Restaurierungsstück, die verbeulte Metallstange da drin. Man hat das letzte Stück zur Restaurierung des Artefakts. Und je nachdem, wie das Lootluck denn auf eurer Seite ist, müsst ihr viele Kisten kaufen oder wenig Kisten kaufen. Ich für meinen Teil, ich gehe jetzt mal gar nicht auf die Anzahl der Kämpfe gegen Bell ein, sondern ich habe 165.000 Astral ausgegeben, um dieses Artefakt so fertig auf Mystisch zu ziehen. Ist es das wert? Das müsst ihr entscheiden. Mein Rat allerdings wäre, nachdem ich das jetzt gemacht habe, setzt euch eine Grenze, wie viel Astral wollt ihr ausgeben. Vielleicht insgesamt oder vielleicht auch nur pro Woche, pro Monat oder pro Quartal, je nachdem. Es ist halt unglaublich viel Kohle und die Schuppenkette kostet halt kein Astral. Ja, auch da muss man nervige Gegner knüppeln und manchmal warten, bis die respawnen und bis sie überhaupt da sind und auch vielleicht einen nervigen Dungeon laufen oder so. Ja, es hat die besseren Offensivstats und es ist sicherlich auch nett, aber ganz ehrlich, wie in meinem Fall, 165.000 Astral. Es ist mir jetzt im Nachhinein nicht wert. Ich will nur warnen, es ist Lootluck. Ich gehöre eben nicht dazu. Ich habe sowas nicht. Lootluck gibt's bei mir nicht. Ich meine, ich müsste das jetzt noch für zig andere Charaktere machen, ganz ehrlich. Nein, also für einen werde ich es noch tun und alle anderen müssen mit der Schuppenkette aus Schuld klarkommen. Das sehe ich nicht ein. Das Astral ist neu dazugekommen, einfach um wahrscheinlich wieder Astral in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Nein, danke. Nee, also ist es mir nicht wert. Jede Kiste mit 5000 und das andere, was in der Kiste ist, ist mehrheitlich Schrott. Wirklich Schrott. Nein, also nein. Tut mir leid, nein. Aber es ist jedem selbst überlassen. Mein Rat ist ganz einfach, setzt euch da eine Grenze und dann legt los oder lasst es sein. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.